Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Und wir gucken uns doch jetzt auch erstmal hier unseren Basketballplatz an. Wir haben einen Basketballplatz. Ihr könnt halt, wenn ihr von weiter werfen wollt, auf diese Maschine drücken und dann gebt ihr euch immer einen Ball. Und dann drückt ihr die rechte Maustaste. Upsi, versucht ihn da reinzukriegen. Ich bin jetzt hier nicht so der tolle Basketballspieler, wie man sieht. Alter, der dahinter. Okay. Steht ja nur was davor. Ja, ich hatte einen Treffer. Komm, einen kriegen wir doch hier auch noch rein, oder? Ach, passt. Damn. Nein. Shit, einmal noch, einmal noch. Okay, das wird halt nichts, ne? Aber von nahen haben wir noch mal einen reingekriegt. Bankleuchte da hinten rot. I don't know why. Aber sie tut es. Ja, Dennis, ne, hat schon wieder schlimme Sachen angestellt. Eieiei. So, machen wir noch mal neu, frisch, bevor wir das Ding hier eröffnen. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was bestellt. Ich lege hier bin ich immer ein bisschen nach noch, weil und so. Voller Leute. Okay, hier hätte ich sogar noch mehr bestellen können, sehe ich gerade. Ah ja. Na gut. Macht ja nichts. So, das war ja eh voll, ne? Sind die hier, glaube ich? Das sind die. Und dann haben wir hier noch das auch nicht voll. Aha, also 90 reichen da gar nicht. Oder wartet mal. Ich muss mal kurz gucken, wo ich bestellt habe. Ah, es kann sein, dass sie gar nicht 30 liefern immer. Es sind nur 25, hier sogar nur 15. Deswegen. Okay, na gut. Das wollte ich nur noch mal gucken. Zigarettenregal ist auch voll. Aber ihr wisst ja, Rauchen ist ungesund, ne? So. Wir haben aber noch viel mehr. Also hier habe ich noch einen Hutständer aufgestellt. Wir haben aber noch viel mehr, was wir hier reinklatschen können. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Regal. Aber wartet mal. Am meisten werden tatsächlich die Snacks gekauft, ne? Getränke und Alkohol auch. Zum Spielzeug und so ist ja gar nicht so häufig. Deswegen würde ich da erstmal auf die kleineren Regale verzichten. Gucken wir erstmal Eiscreme. Ganz genau, da wollte ich nochmal gucken. Oh, wo stellen wir denn die Eiscreme-Dinger hin? Ah, ich habe schon eine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich glaube, Eiscreme haben wir sogar mehr wie 6, oder? Nee. Sind auch sechs. Gut. Nix gesagt. So, und dann könnte man nämlich hier anfangen. Dann suchen wir uns mal die Eiscreme-Teile. Drehen, drehen, drehen. So. Man hier so anfangen. Zack. Ah, das ist natürlich auch wieder nicht. Aber das kennen wir ja mittlerweile schon. So. Wieso? Na, mal gucken, ob das so hinkommt, wie ich mir das denke. Zack. Genau. Dann das Ding hier hin. Schief. Schiefe Turm von Pisa hier wieder. Nee, das ist mir zu schief. Aber auch nicht. Das ist auch nicht gerade. War noch nicht gerade. Probieren wir es nochmal. Das sieht gerade aus.
Okay. Brauchen wir noch das? Drehen. Und wir müssen dann natürlich auch schauen, ob wir wirklich überall durchkommen. Ganz wichtig. Mann. Okay. So. Mal hier noch durch? Ja. Denn wenn wir da durchkommen, kommen die anderen auch nochmal durch. So. Gut. Wir müssen eh nochmal nachkaufen. Hier haben wir nicht genug, ne? Ah, da passen gar nicht so viel rein, ne? Nur 26, 24 Eis passen hier rein. Okay. Ja. Okay. Oh mein Gott. Gut, Knut. Das haben wir auf jeden Fall auch. Also Eis ist dann auch schon mal verteilt. Great. Dann brauchen wir als nächstes. Oh, so habe ich jetzt gar keine mehr hier drin. Was haben wir denn noch? Noch eine ganze Menge, ne? Alkohol, Zigaretten, Eiscreme. Das ist alles soweit erledigt. So, und dann haben wir noch die ganze Autofliege. Die hätten wir noch. Die Zeitung. Ich glaube, Zeitung behalte ich erstmal ein. So, Hut, Brillen, okay. Teddys haben wir ja auch. Teddys sind ja gar nicht so viel, ne? Vielleicht können wir doch da kleine Regale nehmen. Genau. Dann. Huch, komme ich hier nicht raus? Durch das Regal komme ich nicht raus. Oh, muss ich nochmal ein Stück nach vorne verschieben. Okay, dann würde ich jetzt hier. Glaube, ein Teddy-Regal setzen. Was, hä? Habt ihr doch nicht alles gekauft, oder? Sieht so aus. Ist irgendwie alle weg und so. Na gut. Müssen wir es nochmal machen. Weiß nicht. Hoffe ich zwei kleine? Ja, auch mal zwei kleine. Regale. Teddy, Teddy Bear. Nochmal rein da. So. War noch nicht gerade. Nee. Bitte ändert da dran was. Das nervt. Gerade wenn man so reinstellen will. Denn irgendwann ist es halt blöd, ne? Okay, hier würde jetzt rein theoretisch gesehen noch ein großer Teddy reinpassen, ne? Also ein großes Teddy-Regal, so toller Deutsch hier wieder. Naja, klappt nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Wir probieren es nochmal. Das sieht doch schon wieder besser aus. Tja. Ich glaube, ein drittes passt da nicht. Sieht zwar so aus. Ich glaube trotzdem nicht hier. Tja. Place. Great. Ich glaube, wir haben nur vier Teddys. Lass mal kurz gucken hier. Teddybären. Ja, sind eh nur vier. Passt. Spielzeuge sieht dann schon ein bisschen anders aus. Da haben wir 6, 7, 8. Davon aber 3 mit Puzzle hier. Okay. Von den Puzzlen kann man immer irgendwie nur 1 kaufen.
gut. Vielleicht kann man ja da in der Ecke was anderes hinstellen. Was haben wir hier dekotechnisch noch? Pflanze? Der Ecke? Ja. Das geht doch. Machen wir noch ein Lämpchen hin. Hey. Mal auch noch ein Pflänzchen. Was haben wir denn dekorationsmäßig noch? Seht ihr, wo ich das gerade sehe? Hier Deko. Im Frontbereich kann man nämlich auch noch was bauen. Und zwar, aber das Schwein ist teuer nachher, ne? Dieses Ding fand ich noch nie schön, deswegen habe ich es auch nicht gebaut. Da könnt ihr halt die ganze Zeit Autos drauf stapeln, ne? Dann könnte man jetzt hier draußen noch einen Tisch stellen. Das können wir irgendwann später machen. Die Palme finde ich geil. Die kommen auf jeden Fall hin. Die steht draußen am Carwash. Da kann man noch einen hinstellen. Ja, dann machen wir noch einen hin. Hallo? Will er gerade nicht irgendwie. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt. Oh, ja, die nehmen wir alle mit, die Palmen. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. So. Das gefällt mir 100 pro. Ja, hier kann man so einen Wagen hinstellen. Sehen schön. Ich stelle ihn einfach mal hin. Mit einem Fässchen. No, Freili. Lämmchen. Und noch mehr. Ja, klar. So will man sein hier doch los. Okay. Gibt es hier irgendwie draußen ein Lagerfeuer? Normalerweise ist ein Feuer in der Wüste nur nachts nützlich, aber wenn man es immer brennen lässt, verleiht es dem Ort eine ganz besondere Atmosphäre. Im Moment ist es noch ein wenig kahl, aber mit genügend Ergänzungen wird es zum Herzstück des Vorgartens. Heißt hier, werden wir dann auch wieder arm? Ah, kommt noch ein Tippi dazu. Und noch ein Tippi. Und noch ein Tippi. Ja. Gut. Keine Ahnung, wo das steht, aber... Also dieses Workshop-Schild finde ich geil. Das da... Ja, gut, ist jetzt nicht teuer. Das war es dann auch schon an der Werkstatt. Genau. Und das ist der Point. Asphaltstraßen! Das habe ich mir nicht noch entdeckt. Das fand ich auch noch geil. Und dann kommen noch richtig teure Sachen. Finde ich geil, will ich auch kaufen. Aber nicht jetzt, weil dann bin ich pleite. Eine Wahlstatue. 50.000 Tacken. Halleluja, oder? Und dann dieses Riesending hier. Kostet 17.000 Tacken. Das stelle ich mir wahrscheinlich auch sogar hin. Und dann haben wir noch den hier. Der kostet 30.000. Der goldene Bohrer. Brauchen wir jetzt nicht. Das finde ich auch noch ganz niedlich für die Bewohner hier. Das holen wir aber auch ein bisschen später. Hier kann man noch ein Carwash-Schild nochmal hinstellen. Ja, ich weiß nicht. Brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Die Tankstelle. Ach, Quatsch. Der Busstop, also die Haltestelle. Die machen wir noch schöner. Schaut mal. Und... Mit 1800 kriegen wir die auch noch zum Leuchten. Nice, oder? Und hier oben dreht sich der Vase und das kaufen wir auch noch. Ich bin arm. Das sieht nice aus. Vielleicht hätten jetzt ja noch viel mehr Leute, wer weiß. So, und dann gibt es halt noch dieses Ding. Antiker Staubsauger. Ich weiß ja nicht. Den lassen wir auch mal, weil der kostet nämlich auch 12.000 Tacken. Und dann gibt es noch hier ein Schild. Da kann man... Da tut man so, als wenn man ein Motel hätte.
steht da auch. Müssen die Kunden ja nicht wissen, ne? Nur freilich. Sind die auch so dumm? Denke mal nicht. Okay. Schön. Aber ich finde, es nimmt langsam Gestalt an, oder? Ich glaube, ich werde mich darüber noch ärgern, dass ich das einzeln gemacht habe. Gucken wir uns aber davon mal die Erneuerung an. Also, Felsen muss hier noch weg. Geht mir nicht. Dann haben wir hier irgendwie, ja, jetzt steht halt hier was und oder Sicherung und naja, halt so, wie es an der Werkstatt ist. Ach nee. Und ich glaube, wir haben jetzt in Zukunft noch viel mehr Haufen. Ach du Scheiße, 3 Haufen müsste ich jetzt hier wegmachen. Spinnen die? So, hier ist unser schöner antike alte Wagen. Ne? Ja, sieht ganz niedlich aus. Dann unsere Asphaltstraße natürlich, fällt der gleich auf, ne? Logisch. Dann haben wir hier den Zeltplatz. Ah ja. Okay. Ob hier da irgendjemand ist. Ich gehe zurück. Hilfe! Okay. Ja, war hier noch irgendwas? Oh. Hier. Hier haben wir natürlich unseren hypermodernen Busstop. Unsere Bushaltestelle. Geil, oder? Nice. Nice. Ja, dann müssen wir hier Ruby wiederholen. Ruby heißt ja eigentlich Rudi, ne? Muss ich nochmal aufklären. Da ich mich aber beim ersten Mal irgendwie verlesen habe, habe ich aus Rudi Ruby gemacht. Bei mir ist das Ding weiblich und heißt Ruby. So. Ende aus, Feierabend hier. Ja, den Basketballplatz, den haben wir ja eh schon gesehen, ne? Hier, genau, hier können wir halt noch so einen zweiten Platz hinten machen. Damit die Gäste da picknicken können. Ich habe da irgendwie noch nie einen gesehen. Ist halt wirklich nur Deko. Ja, das alte Ding hier haben wir noch. Ja, und dann können wir irgendwann mal hier unseren Leuten noch so ein überdachtes Ding geben, ne? Die haben jetzt hier schon tagelang Pause. Die haben es gut. Die haben es so gut. Und unsere Palmen. Das sieht doch gleich viel schöner aus, oder? Ja, also bevor wir öffnen, müssen wir dann halt leider, ist leider, wir müssen die scheiß Sandhaufen wegmachen. Und ey, 3 Haufen und das ist so kompliziert. Und ich glaube, mehr wie 3 Haufen kriegst du auch nicht weg, weil da musst du immer jedes Mal nachtanken. Und, oh, und im Betrieb ist es halt blöd, wenn jetzt so frei ist, wenn keine Autos da sind, dann geht es ja, ne? Aber man muss halt jedes Mal zur Sandgrube nach hinten fahren. Das, naja. Ist jetzt so ein Punkt, der gefällt mir nicht so. Aber ich habe ja immer was zu meckern. Na, nicht immer. Manchmal. Da. So, alle Hohlregal können wir hier mal verkaufen. Wir haben ja die kleinen, ne? Wann entscheide ich mich wieder um? Dann ärgere ich mich, dass ich die verkauft habe. Genau. Okay. Ekotechnisch haben wir jetzt irgendwie ja nicht mehr so was Tolles hier, oder? Nö. Okay, also, man kann das jetzt natürlich auch noch anders machen, ne? Nehmt mir natürlich gleich, wie immer, hallo, noch was anderes ein. Erstmal nehmen wir das wieder weg, schicken die mal kurz da an. Dann nehmen wir das hier nochmal kurz raus. Und das mal auf die andere Seite, ne? Das auch gerade Rille, ob es gerade ist oder nicht. Und stellen die Pflanze halt eher in die Mitte. In the middle. Halt. Nee, kann ich wirklich nur da anhängen. Ja, gefällt mir nicht. Ich glaube besser aus. Ja, gefällt mir besser. Ich auch. Aber die Lampe jetzt, die sieht da so eingequetscht aus, ne? Um passt hier auch nicht hin. Hier noch irgendwo ein Platz? Nee. Nee. Steht halt überall was vor, ne? Das ist halt das ganze Problem. Ich hänge sie erstmal da an, aber ich glaube, die müssen wir verkaufen. Gut.
Dann brauchen wir das Spielzeugregal. Und dann haben wir ja noch die ganzen Backdinger hier, ne? Die ganzen Backshop-Teile. Ich kann auch damit anfangen. So. Ist natürlich cooler jetzt, weil in den Regaldingern. Alter, warum geht das jetzt nicht? Warum muss ich so viel Abstand halten zur Wand? Why? Warum? Ist doch Blödsinn. Aber das ist nur an der Ecke, ne? Da ist definitiv noch ein Fehler drin. Ich konnte auch vorhin das Alkoholregal nicht richtig an die Wand stellen. Was haben wir da? Umplan? Umplan, oder? Doch flexibel. Ja, ich krieg's halt wirklich nicht weiter rein, ne? Nicht. Nada, niente. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir weiter nach hinten kommen, ob es dann geht irgendwie. Ich glaube, dann geht es auch nicht. Fängt jetzt hier alles rot an, ne? Na, ich komme hier nicht rein. Hier geht's. Ab hier geht's. Ab hier. Weird. Echt weird. Hey. Kann man da irgendwas anderes hinstellen? Ich weiß nicht. Das ja mal wieder aufheben hier. Mache ich das noch aus. Dann nochmal rein. Ja, aber die andere ist dichter dran hier. Oh, ich werde irre. Gott sei Dank macht man das nicht so oft, ne? Müsste ich, glaube, so einen Psychiater oder so aufsuchen nach einer Weile. Ja, du kriegst das nicht richtig rangestellt. Es geht das nicht. Why? Macht mich doch nicht wahnsinnig. Wo stelle ich denn dann die Dinger hin? Die muss ich ja hier auch noch unterkriegen. Wenn das nicht an die Wand geht. Aber hier kriegst du es auch nicht richtig ran, ne? Da muss ich anders gucken. Hier geht's wieder nicht. What the hell is going on? Nee. Ich könnte das halt auch noch mal hier hinstellen. Steht auch. Naja, das geht. Das geht. Ja, das geht. Damit kann ich leben. Okay, wir haben auch noch einen Brillenständer. Da mache ich jetzt ja auch nicht so viel Aufhebens, ne? Hätte ich hier. Ja, also so viel Abstand zur Kasse muss halt anscheinend sein. So. Okay. Könnte man halt auch noch hier hinstellen. Und dann kann man diese Spielzeugregale. Ich nehme ein großes. Werde ich jetzt eh das gleiche Problem haben, aber es steht halt weiter ab. Geht halt nicht anders, ne? Hätte gelacht, wenn es funktioniert hätte. Nein. Geht nicht. Es ist wie, als wenn hier irgendwas das Ganze stört. Das klaut halt hier schon Raum, ne? Hier irgendwas zu stehen? Ah, komm, wir gehen mal kurz zum Gustav runter. Gusti, wie geht's dir? Hallo, Schnubbi. Hast du Hunger?
Yummy, 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 Leckermüll. Hoffentlich war eh kein Saft mehr. Nein. Den haben wir noch gar nicht besucht hier. So. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es irgendwas mit diesem Gullideckel zu tun, dass es nicht geht. So, jetzt haben wir den ja mal kurz bewegt. Ich komme hier trotzdem nicht rein. Vergessen. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Wenn ich es versuche, hier hinzustellen, irgendwie. Egal. Kannst hier nichts stellen. Okay. Das ist ein negativer Punkt, aber ja, bisher überwiegen ja dann doch eher die positiven Sachen, ne? Würde ich sagen. So. Ja, kann man hier zur Not, warte mal, könnte man sich hier noch so ein kleines Regal. Haben wir denn hier so ein kleines Ding hier? Offen. Ich habe wieder zwei gekauft. So. Und dann stellt man es dann halt irgendwie nicht so rum. Damit da keiner hintergeht. Oder? Sieht ja noch knackiger aus. Vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Wir müssen hier noch was vorstellen. Ja. Place, place. Ja. Ja, ja. Das bleibt halt rot. Man könnte jetzt sich hier höchstens noch. Wenn die Retten kaufen wollen, die müssen ja da hinten hinlaufen, ne? Irgendein Teil ganz vergessen. Ja, müssen wir das doch hier hinstellen. Jetzt. War auch nicht weiter ran. So, vielleicht liegt es auch daran, weil die können ja eigentlich ringsherum laufen, ne? In den Teilen. Und. 1, 2. Ist hier überhaupt noch mehr Brillen? Wie viele Brillen haben wir denn? Brillen. Nein, nicht denn. Ah. 6. 6. Alter, vielleicht wird das Problem hier heute wieder. Jo, okay. Naja. Also, langsam, 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 aber sicher. Kriegen wir das hier auf der Reihe, würde ich sagen. Wir wollen ja dann auch langsam auch mal wieder spielen und nicht nur einrichten, ne? Warum ist ja... Mich triggert es, ne? Dass es rot ist hier gerade. Das stört doch gar nichts. Trigger, Trigger, Trigger. Aber ich denke mal, man darf nicht vergessen, ne? Kam heute erst raus. Also ich nehme halt gerade noch am Release-Tag auf. Und vielleicht kommen da noch Bugfixes. I don't know. Die Kasse müssen wir noch mal ein bisschen verschieben, weil wir hier durch das Regal nicht mehr durchkommen. Ja. Und dann fehlen jetzt noch so 2, 3 kleine Sachen, ein bisschen Deko und dann können wir, glaube ich, auch machen. Wir könnten dann noch beim Warehouse noch mal schauen, ob man das auch noch mal sanieren kann, aber das kann man ja dann auch nebenher machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich Kunden verhalten. Ich habe schon das Gefühl gehabt, nach einem Free-Update, dass man schneller Geld verdient. Aber das checken wir dann alles gemeinsam aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt, wie ich mein Regalstellproblem lösen kann, dann immer her damit. Ansonsten lasst ein Like, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.